Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 15 mit der Spielerkarriere und unserem nächsten Spiel gegen Inter Mailand in der Serie A. Wir sind auf Platz 1, Inter auf Platz 5 und Milan ist immer noch genauso drauf wie wir. Wir haben wieder keinen Vorsprung errungen. Das heißt, wir können hier relativ befreit aufspielen, müssen natürlich trotzdem siegen. Wir wollen natürlich die Spitze behalten, sonst bringt uns der Sieg später gegen ein Milan nicht wirklich viel. Den müssen wir natürlich auch erstmal einfahren, aber das Spiel spielen wir dann auch nochmal selber. Und ich glaube, Inter, somit Napoli, die Mannschaft, gegen die wir selber am meisten gespielt haben, also gegen die wir am meisten auch auf dem Feld standen. Gespielt haben wir gegen einige Mannschaften noch häufiger im Pokal, aber wir standen gegen die eben mit am meisten auch auf dem Feld, weil es halt mit die besten Spiele waren. Asamoah weiß ich nicht zu helfen und trotzdem noch ein guter Schuss von Elneny da rausgekommen bei. Der war richtig knapp. Am Ende ein bisschen verzogen. Torwart wäre nicht mal mehr rangegangen. Berni. Handanovic gar nicht drauf. So, Isla. Auf die andere Seite. Wen haben wir denn da? Padua, na, der hat sich in letzter Zeit auf jeden Fall besser gemacht als Casares. Von daher bin ich da zufrieden, wenn der drauf ist. Der kam ja meistens von der Bank zuletzt, der Casares. Jesus nimmt uns den Ball ab. Und den Ball wollen wir nicht mehr weggeben. Ja, zuletzt habe ich ja so ein bisschen immer so versucht, Highlight-Videos zu machen. Ob das jetzt geglückt ist, weiß ich selber noch nicht, weil ich nicht weiß, ob ich das zeitlich alles hinbekommen habe. Wenn nicht, tut es mir auch leid, aber ich wollte da die Champions League Matches nochmal in einen Part bringen, damit es nicht zu viele Parts werden. Von daher kann es sein, dass ich jetzt daraus einen Part zuletzt gemacht habe. Wird ein paar Leute wundern, die gesagt haben, ich mache keine Highlight-Videos. Aber wie gesagt, liegt halt daran, dass ich jetzt gegen Ende diese Saison auch zu Ende kriegen will und nicht täglich zwei Parts bringen möchte. Von daher muss ich es halt anders machen. Dann bringe ich halt zwei Spiele in einem Part und muss die dann ein bisschen zusammenstauchen. Aber ich denke, dafür war da genug Action drin in diesem Part. Von daher war das Highlight-Video wahrscheinlich auch relativ lang, wenn ich eins gemacht habe. Oh, ganz schlecht gemacht von Vidal, der da nicht rangeht. So. Der Gegner wieder über die linke Seite über Nagatomo, der hier vorher auch auf unserer Seite herumgetänzelt ist. Wir haben also da auch wieder so ein bisschen freie Seitenwahl an. Oh, weg, weg, weg. Elneny mit dem Ball nach vorne. Wir stehen aber viel zu weit vorne, als dass wir sowas kriegen können. Unsere Mannschaft hier so ein wildes Gewusel. Leider immer wieder in der Liga, dass hier so rumwuseln. International haben die sich viel besser im Griff. Eine Mischung aus beidem würde mir auch mal gefallen. Mal international und mal national so unsicher. Im Rückspiel könnten wir nämlich auch manchmal darauf verzichten, hier eine perfekte Mannschaft zu haben, wenn wir schon sehr hoch führen. Und Vidal! Und schieß, schade. Marquisio wieder, der sich wenigstens wieder traut. Auch beim letzten Mal hat er das schon mal gemacht. Beziehungsweise, ja, dürfte ja im letzten Part dann gewesen sein. Immer mal gut, wenn jemand wenigstens abzieht. Dann hat man wenigstens die Chance, was davon zu haben. Und wieder eine typische Tevez-Aktion. Nee, der ist 2 Zentimeter neben mir, den nehme ich nicht. Da musst du dich halt mal bewegen, du alter Sack. Solche faulen Leute hier. So, jetzt aber mal, Tevez. Komm, lauf, den kriegst du noch. Ah, Mensch. Schnelligkeit von einem toten Pferd. Und der Torwart hat ihn. Schön steil gespielt, aber auch ein bisschen zu steil für den eigenen Mannschaftskameraden da. Pogba. Bewegt euch doch mal. Was macht ihr denn jetzt hier gerade? Habt ihr irgendwie Pause oder so? Habt ihr schon die Saison abgeschlossen, müsst ihr mir Bescheid sagen, weil dann habe ich irgendwas verpasst. Ist das nur ein Freundschaftsspiel?
Irgendwas scheint hier zu sein. Also die beiden Jungs hier vorne, die bemühen sich nicht, die Bälle zu kriegen. Wenn wir das zuletzt gesehen haben, wie Pogba sich reingehangen hat in der Champions League, dann frage ich mich, warum er das hier nicht mal mitnimmt. In die Liga. Bisschen zu weit, leider. Schöne Idee, aber leider ein bisschen zu weit gespielt. Wie gesagt, deswegen fordere ich solche Bälle lieber von einem Pogba an. Das hat beim letzten Mal echt richtig gut geklappt. Der haut die Dinger dann genau zum Mann. Können wir mal Pogba selber bedienen. Ne, ist Asamoah diesmal. Haben wir Pogba gar nicht drauf. Das ist der Grund. Ah. Das ist Asamoah. Das ist natürlich verwirrend für mich. Sonst haben wir auf derselben Position den Pogba drin. Und von der Statur her ähneln die sich auch noch. Asamoah. Tevez und Jesus ist wieder dazwischen. Also der Jesus rettet die hier. So, Moment, Moment, Moment. Och, nicht immer gleich wegbolzen, du Heini. Mann. Nochmal relativ gefährlich geworden. Einfach nur wegen dem Dampfhammer, mal, den wir da rausholen. Der Torwart ist schön geflogen, das sieht super aus. Aber leider nichts Zählbares mitgenommen dadurch. So, wir gucken mal kurz auf der Tevez-Seite, weil der eh nicht weiterläuft. Dem könnten sie auch 2 mm vor der Nase rumpassen, der würde da nichts machen. Na, das war aber kein Foul, Freunde. Das war ganz normal Ball gespielt von Asamoah. Sollte man beim Gegner auch mal drauf achten, wenn sowas kommt. Da ist nämlich sowas dann kein Foul. Und unsere Mannschaft läuft komplett am Ball vorbei. Nachdem wir den Ball da verlieren. Also das ist ein Foul, ja. Also mehr gedrängelt und geschoben als alles andere. Aber da gibt es dann wieder kein Foul für. Schön, dass Vidal sich den holt, obwohl der eigentlich für ganz hinten gedacht war. Der war viel zu kurz gekommen. Asamoah. Und jetzt El Nini hier mit dem Pass auf uns. Und wir kommen nicht zum Schuss. Ja, meine Güte, warum geht er denn da nicht hin? Der wäre nur noch der eine Fuß dran gewesen oder hätte nur dran gemusst, dann wäre er reingegangen. Schade. Martinez spielt jetzt hier bei Inter anscheinend. War wohl zu oft verletzt für die Bayern. So, komm rauf da. Und das war das Gegentor. Das war ganz klar rausgespielt, war gut gemacht. Und hat man schon gesehen, dass das im Gegentor enden wird, weil der einfach zu frei da auf der rechten Seite stand, der Guarin. Aber ich kann dem nicht sagen, Jungs, geht doch mal hin und deckt den. Ich kann nur sagen, geht jetzt auf den, der den Ball führt. Und das geht eher in die Hose dann, weil er dann noch freier ist. Aber der stand da auf der rechten Seite wieder komplett frei, Padouin komplett weggelaufen von seinem Mann. Ganz falsches Abwehrverhalten. Und deswegen gibt es das Gegentor hier durchaus zurecht. Und das würde uns wahrscheinlich dann wieder hinter Milan bringen und würde vielleicht die Meisterschaft schon so ein bisschen gefährden. Aber wie gesagt, wir haben ein Spiel, in dem wir gegen Milan selber punkten können. Das ist das Spiel gegen Milan selbst. Da können wir zumindest punktgleich werden, aber irgendwann müssen wir uns dann auch von den Punkten mal unterscheiden, weil durch die Tordifferenz ist es dann immer so eine Sache. Wenn die dann ein Spiel mal haben, wo die mal 5-6 Tore schießen, dann sind wir dann mal schnell hinter denen. Wieder der Schlenker des Todes. Diesmal kommen wir allerdings nicht durch und schießen auch mit Außenrist. Haben da noch ein bisschen Platz gehabt, beziehungsweise hätten den gebraucht. Dann wäre es wohl besser gelaufen. Das ist auch lustig, dass wir eigentlich immer linker Flügel spielen und kommen ständig von der rechten Seite aufs Tor und schießen den mit links. In der Mitte Tevez. Und jetzt sind wir durch. Jetzt haben wir das mal geschafft. Und jetzt machen wir den wieder so, wie es uns gefällt. Von dieser Position. Also das ist wie beim Basketball.
von genau dieser Position schaffen wir halt die Tore fast zu 100%, wenn wir den dann mit dem Innenrist schlänzen dürfen. Also mit links Innenrist haben wir echt in letzter Zeit sehr viele Tore geschossen. Waren auch zwei Außenrist-Tore dabei, aber links Innenrist ist momentan echt so das Nonplusultra bei uns. Nochmal zwei Versuche hast du. Wieder Llorente drauf. Und da vorne läuft El Nini. Marquisio wieder abgezogen. Das lobe ich mir, wenn Marquisio hier vorne mit drin steht, dass er dann auch mal schießt. Hat er jetzt schon des Häufigeren mal gezeigt. Der wird nix. Jesus war wieder da. Also Jesus hier schon diverse Bälle von uns abgefangen. War, glaube ich, das dritte Mal, dass er hier eine Chance vereitelt, die zu einem Tor hätte führen können. Und das allein bei uns, bei den Gegnern, bei unseren Mitspielern, da achte ich ja nicht so wirklich drauf, wer da im Weg steht. Aber meistens schießen die ja sowieso nicht. Padua in keinster Bedrängnis klärt er den Ball. Di Marco geht und Ranocchia kommt. Ich glaube, das ist kein guter Wechsel für den Gegner. Ich glaube, damit haben sie sich jetzt eine kleine Schwäche geschaffen. Das auf der Tevez-Seite. Ich hoffe, dass Tevez das ausnutzen kann. Weil Di Marco hat echt gut gespielt. Gerade was die Pässe nach vorne hin auch angeht. Die waren sehr gefährlich. Na, unser Spieler nimmt den Ball nicht an. Asamoah ist vorne mit durch. Und jetzt sind wir selber durch. Und das Ding ist drin. 2 zu 1. Schön gemacht von Llorente, glaube ich, war es, der uns den Ball da wieder noch nach vorne spielt. Schöner Pass hier. Zack. Und dann haben wir es. Also die Passkombinationen in letzter Zeit haben sich wesentlich verbessert. Auch wenn wir die natürlich anfordern. Aber wir haben momentan den Raum, um solche Pässe erlaufen zu können. Und den nutzen wir. Siebtes Tor in Serie A gerade mal. Da sieht man, wie viele Spiele wir in den anderen Pokalen machen. Wir machen ja alle Spiele in den Pokalen mit. Deswegen in der Liga einfach nicht so viele Spiele und auch nicht so viele Tore dadurch. Und gerade zu Anfang waren wir jetzt auch noch nicht so stark. Da haben wir eben nicht so viele Tore geschossen. So, nochmal zurück mit dem Ball. Padua. Da hinten steht Marquisio noch bereit. Schade. Wieder ein Isler, der uns das da verhökern möchte. Asamoah. Nochmal Asamoah und jetzt ist der Ball nicht weg. Ah, Vidal darf nochmal antreten hier. Zum Freistoß, wie es aussieht. Nee, es ist Llorente, warum denn das? Du bist der kopfballstärkste Spieler hier vorne. Den sollte man auch nicht antreten lassen. Der hat wahrscheinlich einen absoluten Gewaltschuss oder so, dass sie den hier reinstellen. Aber Vidal hätte das wohl besser gemacht. So. Schauen wir doch mal, wie wir das jetzt hinbekommen. Vorne ist Asamoah. Der kriegt den Ball nicht durch. Und somit der Angriff wieder vorbei. Nagatomo kann allerdings jetzt nicht so viele Leute anspielen. Hinten ist noch was. Den müssen wir noch decken hier. Während Asamoah leider keinen deckt. Eigentlich sollte er den da oben abdecken, aber gut. Guarín. Und jetzt ist der Gegner wieder vorne. Das hätte es ja hier. Das wäre es gewesen, wenn so ein Ding reinrollt. Dann hätte ich den Torwart verflucht. So, weg damit! Das gibt's doch gar nicht! Wie schlecht seid ihr eigentlich im Verteidigen? Das ist der kleinste Spieler da vorne drin und den lassen sie es dann machen. Meine Güte, was ist das für ein Defensivverhalten? Freunde, ihr steht da allesamt im Strafraum. Ja, und dann kann der Kleinste in der Mitte komplett frei einfach mal köpfen. Weder Ogbonna noch Chiellini standen da am Mann. Jetzt müssen wir das hier wieder alleine richten, oder was? Mann, Mann, Mann. Immer wieder dasselbe mit euch. Der war noch drin. Nagatomo. Jetzt auf unserer Seite wieder unterwegs. Kann sich aber schneller drehen als ein Broomkreisel hier. So, wir gehören natürlich auf die Seite hier oben.
Und selbst ein Unentschieden ist für uns nicht gut. Das heißt, wir müssen weg damit. Wir müssen hier den Sieg holen, den wir ja schon gesichert hatten. Aber unsere Mannschaft kann es immer wieder schaffen, uns das hier abzunehmen, solche Ergebnisse, weil defensiv einfach wieder mal nichts läuft, ne? Ach so, Pogba war ja gesperrt, deswegen kann der gar nicht drauf sein. Habe ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Der wurde gesperrt beim letzten Mal. Es ist unglaublich, wie unsere Mannschaft uns sabotiert. Es ist unglaublich, wirklich. Freunde, könnt ihr das begreifen? Es gibt's doch gar nicht. Wir gewinnen das Spiel und danach verliert unsere Mannschaft das Spiel. So kann man es eigentlich ausdrücken. Mehr kann ich hier nicht reißen für euch. Tut mir leid, Freunde. Zwei Tore gemacht und die Mannschaft verhaut sich das selber durch solche dummen Aktionen hier. Jetzt gibt es da noch eine rote Karte für Elneny. Total unnötig. Und da gibt es dann das nächste Gegentor, wie es aussieht. Jury hat noch nicht einen einzigen Elfmeter gehalten, seit wir hier spielen. Und ich glaube nicht, dass er heute damit anfangen will. Muss er gar nicht. Icardi haut das Ding drüber. Und wir haben nochmal die Gelegenheit, vielleicht das Ding nochmal zu entscheiden. So, gib uns mal den Ball hier rüber. Hier hinten. Hallo, hier. Nicht ganz, aber so die Richtung hat gestimmt. Isla ist zu dumm. Kriegt weder den Pass gespielt, noch kriegt er den Ball behalten. Also der Spieler hat sich bei mir in die Hall of Fame der dümmsten Spieler überhaupt eingeschlichen. Ich weiß, ich bin da immer sehr absolut, aber der ist echt richtig schlecht. Also der hat bei uns hier nichts gerissen in der Mannschaft. Und anscheinend hat man da auch gar nicht reagiert und hinten wieder zugemacht. Wobei, eigentlich ist ja Elneny gar kein Defensivspieler gewesen. Der war ja irgendwie eher offensives Mittelfeld, ne? Ach so, haben sie gespielt. Giovinco, was spielt ihr denn jetzt hier für ein System, sag mal? Jetzt haben die hier den Asamoah noch runtergenommen. Also mit so einem System, ja. Ich meine, gut, ihr wollt ein Tor machen, aber was soll denn das sein? Ein Krüppelsystem. Da habt ihr defensiv vier Leute. Naja, aber drei Leute im defensiven Mittelfeld und dann mit rechts, links, außen, so ein System kann ich ja gar nicht ab. Auch wenn es halt gerade sehr offensiv ist und wir vielleicht ein Offensivsystem bräuchten. So, was können wir noch reißen, ist die Frage. Was können wir jetzt noch reißen? Können wir jetzt noch das Tor machen? Medel, und wir kommen leider nicht mehr an den Ball. Jetzt können wir noch mal Einwurf machen. Llorente steht da gerade. Ah ne, ist Chiellini. In der Mitte, komm, den kriegst du noch. Marchisio, komm, du kannst schießen, das weiß ich. Aber wir können es besser! Nein, das ist nicht wahr und das dürfte es gewesen sein. Ja, das ist es gewesen. Ich hoffe, man hört das Flugzeug im Hintergrund nicht. Ich fühle mich heute hier wieder Einflugschneise. War nämlich am Anfang der Aufnahme auch nochmal. Ich bin lieber kurz ruhig. Ach nee. Also, das dürfte die Tabellenführung gekostet haben. Dadurch sind wir jetzt nicht so weit hinten, dass ein Sieg uns nicht wieder auf Platz 1 bringen würde, aber doch so weit hinten, dass wir wahrscheinlich nicht mehr Erster sind. Ich de denke mal, dass Milan nicht nachgezogen ist mit dem Unentschieden, wie es zuletzt mit unserer Niederlage war. Da haben die auch einfach mal eine Niederlage gehabt. Ganz dumm vom Team. Elneny hier der absolute Held des Spiels, was Dummheit angeht. Und das nächste Spiel geht gegen Bayern. So, wir gucken mal kurz Tabelle. Ja, wir sind Zweiter. Wir haben es endlich geschafft, vom ersten Platz runterzukommen, indem wir es eben provoziert haben, beziehungsweise eher die Mannschaft. Und wir gucken, ob wir das hier gleich vielleicht sogar ja 4-1 gewonnen gegen Palermo. Mal sehen, ob sie das jetzt hier wieder gut gemacht haben. Vielleicht hat ja Milan jetzt unentschieden gespielt oder verloren. Und wir spielen gegen Bayern, Real Madrid gegen Valencia. Das spanische Duell. Wir sind wieder Erster. Milan hat verloren. Und somit hat sich das gleich wieder relativiert. Gut, dass ihr immer dann gut spielt, wenn ich nicht drauf bin. Elneny ist auch wieder zurück. Ja gut, das bringt uns jetzt nicht so viel Pogba, eh wieder da. Gut, und dann würde ich sagen, nehmen wir das nächste Spiel wieder komplett oder die nächsten beiden Spiele komplett in eine Session rein. Das Fiorentina-Spiel werdet ihr dann natürlich auch zwischendurch nochmal ganz schnell sehen, das Ergebnis. Aber ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.